Hallo ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag, Tag der Abreise. Um 6 Uhr morgens. Ich bin seit einer halben Stunde ungefähr wach und habe jetzt gesagt, ich gehe jetzt runter und bis meine Männer wach sind. Am Arbeiten. So, dann melde ich mich wieder. Mittlerweile sind wir am Flughafen angekommen. Ich habe mich heute Morgen gar nicht mehr gemeldet. Ich habe noch relativ lange an meinen Videos geschnitten, weil meine Männer erst um 7.20 Uhr oder sowas runtergekommen sind. Die haben alle richtig lang geschlafen. Ich habe den Jungs dann was zu frühstücken gemacht. Mein Mann und ich haben so nebenbei gefrühstückt, aber nicht wirklich richtig gesessen. Wir haben dann halt noch alles Mögliche gemacht. Der Samu hatte heute Nacht wieder Nasenbluten. Das Problem ist, dass wenn er einen Popel in der Nase hat, dass er so lange da rumpopelt, dass er sich immer blutig kratzt. Das hatten wir jetzt vor 2-3 Wochen schon mal, dass ein bisschen Blut auf seinem Kopfkissen gewesen ist. War aber nicht schlimm. Aber diesmal, das war eine Blutlache, ganz ehrlich, das war so ein großer Fleck und überall so ein bisschen verteilt. Und deswegen haben wir dann einmal noch die Maschinenwäsche angemacht. Meine Schwester wird dann später, heute ist der Feiertag, den Trockner noch anmachen. Wir haben die Spülmaschine noch angemacht, weil dann doch vieles zusammengekommen ist. Gestern hatten wir eigentlich die Spülmaschine erst laufen gehabt, aber irgendwie, keine Ahnung, vom Mittagessen, gestern Abendessen, heute Frühstück und so, ist dann doch nochmal was zusammengekommen. Ich habe nochmal frisch durchgesaugt, ich musste das einfach machen. Ja, die letzten Sachen zusammenpacken, so Zahnbürsten und sowas, dann alle fertig machen, anziehen, die letzten Sachen in die Koffer packen, die letzten Akkugeräte und sowas, dann alles zumachen, final und so. Es hat dann doch alles nochmal gedauert, das unterschätzt man. Man denkt immer so, ich bin eigentlich mit allem fertig und letzten Endes hat es dann doch ein bisschen gedauert. Aber es hat alles ganz gut geklappt. Wir sind wirklich pünktlich um 8:45 raus, haben alles ins Auto gepackt und sind kurz vor 9 sogar schon losgefahren. Dadurch, dass Feiertag ist, hatten wir gar keinen Stau, wir sind perfekt hier angekommen. Wir waren die Ersten, die, also in der Schlange hatten wir direkt, sind wir direkt rangekommen, um unsere Gepäckstücke abzugeben. Also wirklich, wir haben nirgendwo gewartet. Auch jetzt hier, wir sitzen gerade hinter der Passkontrolle. Da waren wir auch als Zweites dran, also gerade in der Schlange, wo man halt sich anstellen kann mit Kindern und sowas. Das ging halt alles, wir haben nirgendwo gewartet. Jetzt haben wir allerdings einen kleinen Struggle. Mein Mann ist gerade mit dem Samu unterwegs zu einer Stelle, Behörde, Kontrolle, whatever. Und zwar, gestern Abend hat mein Mann eingecheckt online und dann muss man ja immer auch eingeben mit Ausstellungsdatum von den Reisepässen, Ablaufdatum, dies, das, Ananas. Und Leute, da ist uns aufgefallen, dass Samu sein Reisepass noch 3 Monate gültig ist. Also er ist gültig, er ist nicht abgelaufen, aber wenn man verreist, muss ein Reisepass immer 6 Monate gültig sein. Wir haben gar nicht dran gedacht, 0,0, einfach weil Reisepässe ja eigentlich in der Regel immer ein bisschen länger gültig sind. So war es ja auch jahrelang gewesen. Das ist ja jetzt eine relativ neue Regelung, ich glaube seit 2021 oder sowas, dass ein Kinderreisepass immer nur noch 1 Jahr gültig ist. Und wir haben diesen Reisepass für den Samu ja letztes Jahr im Mitte, Ende August neu gemacht. Was heißt neu gemacht? Überhaupt das erste Mal gemacht. Wir konnten davor ja gar nicht verreisen wegen Corona. Und ja, also wir haben nicht mehr dran gedacht. Also komplett einfach gar nicht. Und das ist uns gestern Abend um 21 Uhr aufgefallen. Das heißt, da hatte natürlich schon alles zu. Und heute früh hätte man theoretisch morgens schnell zum Amt gehen können, weil man kann ja Reisepässe für die Kinder immer direkt vor Ort sofort machen. Man kriegt sie ja sofort. Aber heute ist ja Feiertag, so wie der Zufall es möchte. Also richtig bescheuert. Und wir haben uns da natürlich gestern dumm und dämlich gegoogelt, gelesen, gemacht, getan. Auf den einen Seiten steht, ja, funktioniert, wegen europäischen Abkommen, Vertragsabkommen, bla bla bla, würde das funktionieren. Auf der einen Seite steht dann halt, nee, geht gar nicht. Und wir haben halt gesagt, okay, komm, wir nehmen jetzt alle Unterlagen mit. Wir haben halt dann unter anderem an einer anderen, auf einer offiziellen Seite, bei einer irgendeiner behördlichen Seite gelesen, dass man am Flughafen auch einen Reisepass
verlängern oder ausstellen lassen kann. Ich weiß es jetzt nicht genau, ob komplett neu ausstellen möglich ist, aber verlängern auf jeden Fall. Man muss halt ein Lichtbild mit dabei haben und, und. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Lichtbild mitgenommen. Also auch eins, was extra für Reisepässe gemacht ist. Ganz wichtig, wenn wir das jetzt nicht gehabt hätten, wären wir direkt zu Hause geblieben. Ganz ehrlich, weil es hätte gar nichts gebracht. Aber dadurch, dass wir das Bild noch hatten, was er auch jetzt gerade in seinem Reisepass drin hat, und das ist ja gerade mal noch nicht mal ein Jahr alt, das ist ja letztes Jahr aus dem August, haben wir das ja frisch gemacht. Und wir haben nochmal die Geburtsurkunde vorsichtshalber mitgenommen. Und wir haben ja auch den aktuell gültigen, noch gültigen Reisepass mit dabei. Und ja, und angeblich kann man das hier machen lassen. Also wir sind jetzt gerade durch die Grenzkontrolle durch und der Mann hat uns gesagt, ja, eigentlich ist es möglich, weil die Türkei ist da nicht so, und hat das alles so Larifari gesagt und meinte so, ja, der Pass ist ja aber noch gültig bei Ein- und auch bei Ausreise ist ja der Reisepass noch gültig, also sollte es eigentlich keine Probleme geben, bla 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 bla. Aber wir sind uns so unsicher, weil überall eigentlich heißt es 6 Monate. Und ich habe zu mir gesagt, ich bin mir echt nicht sicher, weil es kann alles gut gehen. Es kann aber auch sein, dass sie uns einfach in der Türkei nicht einreisen lassen. Was machen wir denn dann, ja? Und also hier hat jetzt alles geklappt, aber wer weiß, wie es dort halt eben ausschaut. Da musst du nur irgendjemanden begegnen, der irgendwie einen schlechten Tag hat und hast Pech gehabt, ganz ehrlich. Und wir haben jetzt hier nochmal 2 Polizisten angesprochen und die meinten, dass wir es lieber machen lassen sollen, weil eigentlich ist die Regel 6 Monate gültig, auch wenn es nicht abgelaufen ist. Das ist eigentlich völlig absurd, diese Regel, weil es ist doch nicht abgelaufen. Warum kann man dann damit nicht reisen? Also es ist so ganz komisch irgendwie. Naja, auf jeden Fall ist mein Mann jetzt mit den Polizisten und den Samo und den ganzen Unterlagen mitgelaufen. Und ich hoffe, dass die bald wiederkommen, dass es nicht allzu lange dauert und dass es einfach geklappt hat und dass wir keine Probleme bekommen. Es ist so krass. Also wir haben einfach gar nicht dran gedacht. Das ist wirklich gestern beim Check-in, Online-Check-in erst aufgefallen. Voll ärgerlich. Wir hätten auf jeden Fall da drauf achten müssen. Aber ja, ich habe es meinem Mann gesagt, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, oder vielleicht machen die es ja jetzt schon, müssen wir auf jeden Fall einen Reisepass machen. Das habe ich für den Lias nämlich auch gemacht, dass er keinen Kinderreisepass hat, sondern er hat jetzt einen richtigen, der irgendwie für so, keine Ahnung, wie viele Jahre halt eben gültig ist. Ja, das ist der aktuelle Stand. Also ich werde berichten, wie es weitergeht. Es bleibt echt spannend. So, wir sitzen jetzt hier mittlerweile am Gate. Es wird gleich das Boarding beginnen. Es sind wieder sehr, sehr, sehr viele Kinder hier auf jeden Fall. Es ist aber immer so, gell, außerhalb der Saison mit kleinen Kindern natürlich sind viele unterwegs. Wir sind jetzt noch durch die ganzen Gepäckkontrollen und sowas durch. Da ist natürlich auch immer einiges, gell, bis man die ganzen Laptops und Tablets und Handys und Kameras und was weiß ich was dann mit der Kinderwagen ja nochmal separat kontrolliert. Und es dauert immer alles eine ganze Zeit lang. Ja, mein Mann war ja jetzt nochmal bei dieser speziellen Stelle da, Behörde, wie auch immer. Und die haben gesagt, dass das kein Problem ist zu reisen. Also solange der Reisepass gültig ist, bei der Einreise und bei der Ausreise, ist das alles gar kein Problem. Und dass das eher auch so für Erwachsene halt eben gilt mit dieser halbes Jahr. Also dieses für Kinder, dass es eher gar nicht so streng ist und dass es kein Problem sei. Also wir haben uns jetzt wirklich bei der richtig offiziellen Stelle, wo man sozusagen neue Pässe machen kann, dort informiert und es soll kein Problem sein. Und wir hoffen, es geht alles gut. Ich hoffe, der ist ja nicht so hoch. Doch, der fliegt ganz hoch. Wir sind jetzt im Flieger. Leute steigen noch ein. Der Lias sitzt hier neben mir und vorne sitzen mein Mann und der Samo. Wir haben es diesmal so geregelt. Das letzte Mal saßen wir in einer Reihe. Aber so ist es besser, da kann sich jeder um ein Kind sozusagen kümmern. Leute, wir rollen endlich mit 50 Minuten Verspätung. Wir saßen jetzt wirklich noch sogar länger, aber seit Abflug, also ursprünglich war 11.40 Uhr geplant und jetzt sind es einfach 50 Minuten später. Richtig krass. Es ist brutal heiß hier. Also wirklich, wir sitzen hier alle mit T-Shirts und ich bin eigentlich wirklich eine verfrorene Person. Und hier ist es so heiß. Flugzeug ist voller Kleinkinder. Könnt ihr euch vorstellen, wie laut es hier die ganze Zeit gewesen ist. Aber jetzt geht es endlich los und ja, wir hoffen auf einen schnellen, angenehmen Flug. Wir
So, wir sind gut gelandet. Mir geht's gut. Mir wurde überhaupt nicht schlecht. Also es ist ganz, die Landung war eine ganz normale Landung. Ich glaube, es war in Mexiko einfach eine außergewöhnlich schlechte Landung. Deswegen wurde mir so schlecht. Also diesmal war alles in Ordnung gewesen. Wir sind gerade durch die Grenzpasskontrolle durch und es hat alles super geklappt. Es war gar kein Problem, es wurde überhaupt gar nicht angesprochen. Und jetzt stehen wir gerade hier und warten auf unsere Gepäckstücke und dann werden wir abgeholt und dann geht's ab zum Hotel. So, Buggy ist da, unsere Handgepäckstücke ja sowieso. Die Koffer von den Jungs und von mir sind da, aber mein Mann wartet noch auf seinen Koffer. Sieht übrigens so lustig aus. Die machen hier für dieses Antalya Aquarium Werbung. Und die ganzen Koffer kommen hier aus so einem Haikopf raus. Richtig goldig. Irgendwie eine coole Idee. Ihr Lieben, wir sind angekommen. Ja, wir wurden mit dem Shuttle oder beziehungsweise des Shuttles gekommen. Und das ging echt schnell. Also wir sind vielleicht 20 Minuten oder sowas gefahren. Und ja, wir haben im Prinzip das gleiche Zimmer wie das letzte Mal. Das ist eine Familien-Junior-Suite oder sowas heißt. Ich frage mal noch mal ganz genau. Hier ist der Eingang. Hier haben wir einmal einen Eckschrank, dann nochmal einen größeren Kleiderschrank. Dann ist hier das erste Badezimmer. Genau, mit Toilette, Waschbecken und einer Dusche. So, ja, das ist nämlich auch immer nice, dass man zwei Badezimmer hat, dass wenn ich nachts auf Toilette gehe, die Jungs nicht aufwecke und so weiter und so fort. Genau, wenn man hier reinkommt, dann hat man hier einmal das erste Zimmer. Der Elias füllt gerade schon seine Flasche nach. Also hier ist einmal ein ja, Tisch, Spiegel, Fernseher, unten die Minibar, die die Jungs gerade schon geräubert haben. Hier ist es mal wieder drauf. Ja, Schatzi, sehr schön. Hier ist ein Balkon, man kann es aber abschließen, aber da gehen eigentlich die Jungs nicht dran, erfahrungsgemäß. Ja, aber wir werden es nochmal verdeutlichen, beziehungsweise wir stellen, der Samu kriegt jetzt ein Babybett, weil der uns sonst aus dem Bett kullert. Hier sieht es nämlich so aus, es sind zwei Betten, das haben wir das letzte Mal auch so gemacht, dass wir deren Koffer einfach auf das eine Bett gestellt haben. Samu hat sein Babybettchen hier davor, dann kommen sie gar nicht erst raus. Und bei Lias haben wir hier so eine Kissenwand gemacht. Ja, weil, also die sind zwar es gewöhnt, zu Hause in ihren eigenen Betten zu schlafen, aber die haben ja solche Umrandungen, dass sie nicht rauskullern können. Und bei Samu, der schläft schon sehr wild. Und deswegen, ja, schmeiß in den Müll. Und ja, deswegen werden wir das wieder so machen. Sehr schön. Und jeden Tag wird auch der Mülleimer ausgeleert. Ja, das stimmt. Ja, und hier geht's dann zu unserem Zimmer. Ich würde es cooler finden, wenn die Zimmer vertauscht wären. Also, dass die Eingangstür sozusagen bei uns wäre. Aber wir haben die Tür ja hier immer so einen Spalt offen. Wir hören ja alles. Also, die Jungs sind auch abends immer so fertig mit der Welt. Die schlafen immer sofort ein. Also, da muss man sich keine Gedanken machen. Hey, Schatzi, unser Zimmer. Ich zeige euch alles nur noch mal grob. Ihr kennt das wahrscheinlich alles vom letzten Jahr. Aber für alle, die neu dazugekommen sind, das ist unser Badezimmer. Es sieht genauso aus wie das andere auch. Also Waschbecken, Spiegel, was man so braucht, Toilette und eine größere Dusche. Also hier ist noch so eine Regendusche mit bei. Ich weiß gar nicht, ob es drüben auch so ist, aber ich habe das Gefühl, dass die ein Stückchen größer ist als die drüben. Aber ja. Dann haben wir hier auch einen Kleiderschrank, Safe. Nebendran ist das große Doppelbett. Dann haben wir hier noch ein Hocker, Tisch, Minibar, auch so ein Schminktisch, Schreibtisch, whatever und Fernseher. Und von hier kann man nämlich auch auf den Balkon raus. Das werden wir bestimmt abends mal machen, weil beim letzten Zimmer war es so gewesen, dass man, glaube ich, nämlich nicht von unserem Zimmer auf den Balkon konnte, sondern nur von den Jungs. Das letzte Mal waren wir aber auch auf der anderen Seite. Da haben wir sozusagen, das könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, da haben wir sozusagen auf die Straße draußen rausgeschaut, beziehungsweise hinten auf diese große Poolanlage mit den ganzen Rutschen und diese Einkaufsstraße und so weiter und so fort. Aber diesmal haben wir mehr Blick. Es ist so unglaublich schön. Ich freue mich richtig. Ich muss mal gucken, ob ich hier rausgehen kann, aber ich zeige es euch mal hier vom Fett. Nee, ich gucke erstmal, wie es von da aussieht. Es ist echt richtig, richtig schön. Ich freue mich extrem darüber. So. Ja, man kann von beiden Seiten rein. Ist hier so ein länglicher Balkon und ich drehe euch einmal kurz um.
So sieht's hier aus. Unser Ausblick auf die halbe Poolanlage, sagen wir es mal so. Ich habe das Fenster gerade mal aufgemacht. Hier sieht man nämlich noch mehr. Hier ist das Restaurant oder einer der Restaurants, aber das ist dieses Hauptrestaurant. Und so sieht's aus. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Diese Palmenmeer. Was braucht man mehr? So schön. Oh mein Gott. Ich freue mich. Ja, wir warten jetzt eigentlich nur ganz kurz, bis das Babybett kommt. Mein Mann ist auch gerade runter, weil wir uns mit dem WLAN nicht verbinden konnten, weil uns ein Code oder sowas fehlt. Keine Ahnung. Das holt er gerade mal ab, weil wir sowieso warten müssen. Es hat jetzt gerade geklopft und dann ziehen wir uns um und gehen zum Abendessen. So, wir haben uns umgezogen und sind jetzt gerade essen gegangen, beziehungsweise wir haben schon alle gegessen. Ich hatte einen großen gemischten Salat, ich hatte richtig, richtig Lust drauf und Pizza noch gehabt. Die Jungs haben Cevapcici gegessen, Pommes und Nudeln und Elias hat sogar noch ein Stück Pizza gegessen. Samu, dreh mal dein Eis um. Jetzt essen sie gerade Eis. Und davor hat der Elias noch Erdbeer gegessen und der Samu ein bisschen Melone von mir. Ich habe hier auch noch Melone als Nachtisch. Und dann gehen wir gleich noch eine Runde spazieren. Es ist sehr nice, weil das letzte Mal, als wir hier waren, waren wir ja im September. Ich glaube, so Mitte September hier. Da war es wirklich um 18, 19 Uhr schon komplett dunkel. Und wir haben jetzt nach 8 Uhr und jetzt wird es erst langsam dunkel. Also das ist auch angenehm, dass es ein bisschen später dunkel wird. Und die Temperatur, es ist warm. Ja, es wird langsam dunkel. Die Temperatur ist diesmal viel angenehmer. Also das letzte Mal im September, da ist man hier eingegangen. Es war so extrem heiß und vor allen Dingen schwül. Und jetzt ist es gerade einfach nur mega angenehm. Also klar, mittags in der Sonne ist noch mal was anderes. Aber gerade ist es einfach nur angenehm. Also gefällt mir auf jeden Fall besser von der Zeit her. Juni ist besser als irgendwie September, auf jeden Fall.